So Leute, da bin ich mal wieder, diesmal in einem Review über einen Schlauch. Und zwar den neuen oder verbesserten Schlauch von Tishanet. Schöne Grüße an Buddy und seinen Sohn. Es handelt sich um den King Breeze Premium. So sieht er aus. Ich habe ihn in schwarz. Entschuldigung. Mundstück, Anschlussstück, der Schlauch. Erstmal, warum King Breeze Premium? Es gab ein King Breeze. Der kam damals raus mit einer Plastikspirale, glaube ich. Das war zu der Zeit, wo es den King XL nur in England gab, zu kaufen sozusagen. Und ja, da dachte ich halt, warte, ja, komm, mach mal den Schlauch, der kommt ja gut an im Forum. Und halt natürlich billiger. Aber damals war der Schlauch halt mit einem starken Eingeschmack versehen und halt noch nicht so flexibel. Ich hatte den auch, ich mochte den nicht wirklich. Hatte deswegen auch ein bisschen Angst vor dem neuen King Breeze Premium. Aber er ist sehr gut. Dann gab es den neuen King Breeze. Der hatte dann eine Metallspirale. Und hier, diese Ringe waren aus Plastik. Da ging die Farbe sehr schnell ab. Darüber haben sich dann einige beschwert. Und jetzt gibt es den King Breeze Premium. Premium, ja. Den ich jetzt hier habe. Warum Premium? Die Verarbeitung wurde nochmal besser. Die Ringe wurden ausgetauscht gegen Metall. Sehr schön, gut verarbeitet. Der Schlauch hat eine Länge von 1,70. Ob da die Länge variiert von 1,70 bis 1,80 oder so, weiß ich nicht. Habe ich Wally nicht gefragt. Stand auch nicht auf seiner Seite. Müsst ihr einfach mal Richard fragen, wird auch schon Video gedreht und seiner sah ein bisschen länger aus als meiner. Ja, zu der Länge vom Mundstück. Bei mir sind es 12,5 cm. Anschlussstück 8,5 cm. Das Loch am Anschlussstück ist 8 mm breit und am Mundstück 8 mm. Sonst, ja, er hat auch so eine Knubbel. Das Mundstück ist etwas dicker als beim King XL. Ja, ich werde da mal kurz meinen manuellen Fokus einstellen. Dann zeige ich euch die das Mundstück und das Anschlussstück etwas näher und ja, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, die Cam ist ein bisschen unscharf, aber ich bin ja eine lebende Rolle. Die Hauptrolle spielt der Schlauch. So, hier das Metallmundstück, der Metallring. Man sieht keine Klebereste, alles sauber verarbeitet. Auch der Schlauch hat keine Kratzer bei mir, keine Delle, nichts. Okay, man sieht es halt, die Farbe drin ist gut aufgetragen, aber halt nicht gleich, ja, als dieser, was soll ich sagen, ja, der schwarze Streifen ist ja nicht ganz genau in der Mitte. Stört mich aber nicht. Wenn ihr jetzt halt Perfektionisten seid und es euch stört, habt ihr ein Problem. Auch hier Anschlussstück, keine Klebereste, sauber verarbeitet, das Loch nochmal, mit beiden, ja, alles sauber verarbeitet, kann man nichts sagen. Und dann komme ich gleich nochmal und sage was zum Durchzug. Ach ja, ich habe noch was ganz vergessen, was ganz Wichtiges. Und zwar die Flexibilität des Schlauchs. Der Schlauch hat eine Metallspirale, ist laut dem Hersteller, also Tishanet, auswaschbar. Ich habe es noch nicht getestet. Wie man sieht, er ist flexibel. Ich bringe ihn zurück. Man kann ihn auch knicken. Passiert nicht wirklich was. Falls mal ein Knick reinkommen sollte, ja, mein Gott, passiert. Kann bei jedem Schlauch passieren. Ich fände es nicht tragisch, außer ihr seid irgendwelche Typen, die sich den Schlauch an die Wand hängen. Als Posterersatz. Soll es ja geben. Ich finde es halt ein bisschen komisch, wenn man sowas macht, aber es war ja Ding. Ach ja, der Schlauch kostet bei shisha-net.de 16,90 €. Ist auf jeden Fall billiger als der KMSL. Und jetzt zum Durchzug.
Ich rauche im Funnel meiner Mia Chick. Ja, Durchzug ist einwandfrei. Ein Tick schlechter als beim Invisible House. Beim Invisible House hattet ihr gar keinen Widerstand. Und ja, wie gesagt, im Vergleich zum King's Aid, den ich ja damals auch mal hatte, würde ich doch zum King Breeze greifen, weil halt billiger ist und einen Tick besseren Durchzug hat. Ja, ach ja, noch zum Eigengeschmack. Der Schlauch hat einen leichten Eigengeschmack, dabei ist aber nicht so eklig. Aber nach einmal Rauchen war er weg. Ich schmecke da jetzt gar nichts mehr, außer den letzten Tabak, den ich geraucht habe. Und ja, eine ganz klare Kaufempfehlung. Das ist eine super Arbeit. Gibst du seit in Schwarz, wie ich ihn habe. Dann glaube ich mit einem schwarzen Schlauch und blaues Mundstück und Anschlussstück. Und einmal in Weiß, da ist das Mundstück durchsichtig und der Schlauch ist weiß. Den hat der Richard, also oder Killer Tofu. Und ja, ein Top-Schlauch zu einem Top-Preis. Laut Hersteller auswaschbar. Habe ich noch nicht getestet, aber wenn ich es gemacht habe, werde ich euch da noch zu was sagen. Ja, ist heute ein bisschen müde. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal.